Hallo, hier ist EFT-Coach Claudia Jahn. Meine Klienten fragen mich oft, was mache ich denn in einer stressigen Situation, wenn ich mittendrin bin? Und auch da kannst du EFT anwenden. Es gibt Videos von Sportlern, die während eines wichtigen Spiels anfangen zu klopfen, ja, die dann in der Pause wirklich klopfen vor den Kameras. Das mag jetzt vielleicht nicht jeder, denen ist vielleicht in dem Moment das Spiel wichtiger, der Ausgang des Spiels, als was vielleicht die Zuschauer denken oder die Fans denken. Man selber möchte das vielleicht nicht, wenn ich gerade in der Arbeit bin, in einer Besprechung, die vielleicht schwierig ist oder schwieriger, als ich gedacht habe. Und was mache ich denn dann? Ja, und da gibt es eine schöne Möglichkeit. Du kannst nämlich die Fingerpunkte nutzen. Also in einem Arbeitsgespräch, ganz ehrlich, gehe ich jetzt auch nicht so rein, ja. Und da gibt es eine tolle Möglichkeit, weil man ja eh immer irgendwie was mit den Händen macht, ja. Und da kann man auch unterm Tisch einfach schön das machen, ohne dass es einer merkt. Wir haben EFT-Punkte, Akupunkturpunkte auch an den Fingern. Und zwar, wenn du die Hand ausstreckst, so als würdest du jemandem die Hand geben wollen, dann kannst du hier immer oben an dieser Ecke, also an der Ecke vom Nagel einfach. Da kannst du drücken oder halten. Und zwar gilt es an jedem Finger. Kannst du einfach durchgehen. Das ist ja auch gut. Also man mache ich es auch, wenn ich irgendwo bin. Ja, und dann halte ich einfach so, hält man halt so, dann hält man mal so, dann hält man mal so. Und es geht übrigens auch gut beim Autofahren zum Beispiel, ja. Wenn du fährst, ich habe mir das angewöhnt, so am Lenkrad, und dann habe ich immer den Daumen irgendwie am Zeigefinger oder so, es sollte halt immer nach wie vor sicher sein. Aber auch da kann man das wunderbar machen. Oder ich reite ja auch, ja. Und da kann man auch sehr schön einfach, wenn ich die Zügel habe, den Daumen einfach nochmal drauflegen, ja, auf den Finger. Ja, und dann hast du gleich immer so ein kleines beruhigendes Signal, was du da an den Körper schickst, und sagst, also alles okay. Und das Tolle ist ja auch, der Körper merkt sich das dann. Ja, wenn du das erste Mal klopfst, dann ist es so, ja, was ist jetzt das? Und dann weiß der Körper, ah, das ist ja das. Und dann geht die Reaktion immer viel schneller. Dann wirst du viel schneller entspannen, weil der Körper weiß, ach, das ist ja das wieder. Und auch bei den Fingerpunkten geht es ähnlich. Das ist das, das beruhigt mich immer. Ich weiß ja, wenn das kommt, passiert nichts, dann bin ich sicher. Da brauche ich nicht in irgendwie eine Stressreaktion zu verfallen. Ich muss weder kämpfen noch flüchten. Ah, da kann ich gleich runterfahren und dann kommt die Reaktion immer schneller. Also es wirkst du merken über Zeit, dass das immer besser geht. Probier es einfach aus. Kann ich nur ermutigen. Ist ganz, ganz toll, was man mit EFT erleben kann.